Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Jo, bei mir immer noch zu Gast der Diesel. Hi. Hallo. So, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte dich mitgenommen. Du musst wieder zu meinem Feld, ja, da steht ein Steier noch rum, glaube ich. Ja, aber auch. Jo, dann komm mal mit. Ja, und ich glaube, ich hatte mich letzte Woche vertan, dass ein John Deere Frontwehr-Gewicht noch am Feld steht, aber ich glaube, ich hatte es doch mitgenommen. Weiß ich gar nicht. Steht jetzt schon die hier? Nee, wo hast du ja, den? Habe ich am Waschplatz abgestellt. Ach so. Da steht er. Ah ja, weil damit müsste ich dich hochfahren. Ja, ich hatte das mitgenommen anscheinend. Irgend vorne dran, oder wie? Ach, gut. Dann machen wir das gleich mal hoch. Kommen Sie rein. So, gut. Ich habe irgendwas davon gehört, dass heute eine Gerichtsverhandlung sein soll. Ja. Gleich danach auch direkt eine Verkaufsverhandlung von Fahrzeugen. Oldtimern. Irgendwas soll das sein, ja. Ich habe es noch nicht wirklich mitgekriegt. Ja, ich müsste dann auf jeden Fall nochmal beim Neumann anrufen wegen ein bisschen Trinkgeld für die Auktion. Ich glaube, mit 13.000 komme ich nicht weit auf eine Auktion, da überbieten mich ja alle. Achso, ja, das ist gut möglich. Aber apropos Trinkgeld, ich würde dir auch noch ein bisschen was geben fürs Grubbern, Tiefenlockern. Ja. So ein, weiß ich nicht, so ein Fünfer oder so. Ja, sogar noch richtig fährst. Da fällt nicht irgendwo weiter da hinten. Nee, da gibt's eine Abkürzung. Da kommen wir direkt beim Feld raus. Ja, so genau kenne ich mich jetzt hier noch nicht aus. Ja, ich bin hier zu Hause. Ja, ich nicht. Ich bin ja aus Amerika hier runtergezogen. Ja, ich kenne halt die Schleichwegchen so ein bisschen. Ja, auch wenn man und dann... Vor allem, hier findet ich keine Polende. Hier kann man heizen, wie man will. Jo, muss nur ein bisschen auf die Löcher aufpassen. Ja, vor allen Dingen da in dem Loch kann man ein sehr schönes Tuning-Treffen machen. Da im Wald meinst du? Ja. Ja, da muss ich mir auch mal wieder pachten. Ich brauche wieder Hackschnitzel. Das ist mein größtes Problem. Ah, wobei, ich habe ja jetzt neue Maschinen. Ich habe die noch nicht mal angeguckt. Ey, ich habe mir letzte Woche neue Maschinen liefern lassen. Ich habe die noch nicht gesehen. Ja. Ich weiß auch noch nicht, wann meine Sämaschine endlich ankommt. Was hast du denn für eine bestellt? Eine Sämaschine. Ja, was für eine? Edelstein, Rapid. Ach so. So. Federstedt. So, da sind wir. Gut, du überlegst dir das nochmal mit dem Zusammenarbeiten. Ach, gerne. Können wir gerne machen. Jo, und dann gucken wir mal. Und dann schönen Tag, bis später. Oder jo. Bis dann mal. Tschö. Ja, wenn du willst, kann ich dich ja nachher mitnehmen zur Verhandlung. Zur Auktion. Hast du ein Auto? Ja. Jo, dann wär's schick. Dann wär's schick. Ja, dann rufe ich dich an, wenn ich dich ab. Dann rufst du an, wenn ich dich abholen soll. Ja, so in. Moment, ich guck mal gerade auf die Uhr. Ah, so um 7:30 wäre gut. Okay, wird gemacht. Gut, bis dann. Tschüss. 7:30, wir haben doch schon 8 Uhr. 8:30, sorry. Stress. Gut. Ja, alles gut. Ciao. Nee. Gut. Mann, Attacke. Ich muss mal auf jeden Fall jetzt in den Wald fahren. Gucken, was da los ist. Und mal die neuen Sachen angucken. Vielleicht kann ich sogar direkt ein bisschen Hackschnitzel produzieren. Wenn ich da noch ein, zwei Bäumchen finde, die dazu passen. Müsste eigentlich gehen.
Ja, die Gerichtsverhandlung, die wird spannend. Da geht es nämlich um den Händler. Ich glaube, für den wird es heute nicht gut ausgehen. Oder morgen. Ah, jetzt bin ich mal gespannt auf die neuen Maschinen hier. Habe ich den Anhänger da hinten drin stehen oder wo steht der? Nee, da nicht. Oh, da steht das gute Stück. Okay. Ja, dann bauen wir hier doch gleich mal auf. Ich mir den Anhänger, stell den mal dahin. Volker Wauner, hallo. Hallo, Wauner. Hi. Ich wollte dich fragen, und kennst du noch Leute, die hier in der Stadt arbeitssuchend sind? Je nachdem, eventuell der Schweinebauer. Gut, weil ich suche noch einen Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter? Ja. Okay. So einfach, dass wenn ich mal nicht da bin und so, dass dann jemand da ist, beziehungsweise für die Felder. Ja, eventuell, wie gesagt, der Schweinebauer. Ja. Gut, werde ich den mal anrufen. Ja, einfach mal probieren, ne? Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Gefühl, für den Tipp. Jo, bitte. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Manchmal frage ich mich ja schon, ob ich die Auskunft bin. So, das wird der Versuchsaufbau. Passt das? Noch ein Stückchen vielleicht. Volker Wauner, hallo. Hallo, ist der Neumann. Hi, Neumi. Ich wollte dich informieren, dass um 9 Uhr die öffentliche Gerichtsverhandlung vom Lukas Müller ist. Jo, ich werde um 8:30 abgeholt. Ich hoffe, ich schaff's pünktlich. Ah, gut. Und danach ist Oldtimer-Versteigerung. Oldtimer? Ja. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Die hat die Stadt aufgekauft, soweit ich mitbekommen habe. Okay. Boah, bin ich mal gespannt, was da dabei ist. Was für Schmuckstückchen. Ja, also soweit ich mitbekommen habe, wurden die vom Schrottplatz gerettet. Ja, okay. Weil wenn sie vom Schrottplatz wären, dann könnten wir sie ja wegwerfen. Ja, genau. Aber sie sollten erst verschrottet werden. Okay. Jo, gucken wir mal, was dabei rumkommt. Gut, dann bis gleich. Bis denn. Tschüss. Tschüss. So soll das Ganze nämlich funktionieren.
Also nur den Dinger dann immer noch anschalten. Ah ja. Super. Läuft. So war der Plan. Klar, ich muss jetzt natürlich auch die 500.000 Kredit wieder irgendwie reinkriegen. Aber das wird man schon irgendwie schaffen. Muss mal gucken, welche Bäume ich jetzt hier noch entfernen kann und welche nicht. Je mehr, desto besser ist es. Zumindest für mich wirtschaftlich gesehen. Aber das geht natürlich deutlich schneller wie zuvor. Was ist denn jetzt? Ein Stau oder was? Hallo? Hey Volker, ich bin's. Jo. Es wird wohl ein paar Minütchen später. Ich habe jetzt gerade meine Seemaschine abgeholt. Oh. Jo, okay. Obwohl, weißt du was, ich komme, lass den mal eben hier beim Neumann stehen und dann hole ich mir eben schnell ein Taxi zu meinem Auto. Jo, ich bin aber im Sägewerk, ja. Guck mal da. Scheiße, jetzt bin ich den Mama draufgefahren. Scheiße. Schlecht. Scheiße, und das mit meiner flammneuen Seemaschine. Nein! Ich bin am Sägewerk, wenn du kommst. Ja, ist gut. Wenn du noch länger brauchst, dann gib mir Bescheid, weil sonst muss ich selber fahren. Ich bin jetzt sofort bei meinem Auto. Okay, gut, dann bis gleich. Jo. Tschö. Der will wohl nicht. Ich nutze natürlich die Zeit und arbeite hier ein bisschen weiter noch. Weil, allbekannt, Zeit ist Geld. Och nö, jetzt stimmt der Anhänger wieder nicht, oder was? Hat sich verschoben.
Ich werde mal gucken, ob ich den einfach an der Deichsel rumdrücken kann. So, Hände. Reichen. Um 9? Ah, Mist. Dann muss ich gleich mal einen Neumann anrufen. Um 9 schaffe ich dann ja gar nicht. Ich wollte ja um 8:30 schon abgeholt werden, ey. Ah, da kommt er schon. Da kommt er. Zack, zack, auf geht's. Um 9 wollte ich oben sein, ey. Ja, ich bin gerade extra so schnell durchgefahren, wie ich konnte. Jo, ich ruf mal kurz einen Neumann an. Gut. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, ich komme ein bisschen später. Jo. Meine MFG ist ein bisschen spät gekommen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, ich muss auf dich warten. Du musst. Ja, ja, ich mit weiß. Mir. Jo, dann bis gleich. Ciao. So. Wäre sie vorne geradeaus über die Kreuzung. Ja, ja. Auch wieder am Wald entlang dann. Im Blitzer machen die jetzt nichts aus, oder? Doch, ich bin gerade schon wieder zu schnell durchgerasselt. Habe ich mir schon fast gedacht. Gut, an dieser Stelle aber, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Da gibt es dann eine Gerichtsverhandlung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.